Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. In jeder Stadt findest du Gastwirte, die nach Informationen... A, falsch gelesen, B, haben wir schon 5-mal gelesen. Leider. So, wir sind im Konfluxgebirge, unten drin. Können uns, wenn wir wollen, Mana holen. Und ich mag sehr gerne das Magiesystem in Outward. Deswegen werde ich es auf jeden Fall machen. So. Also. Ich würde sagen, wir starten mit 100 Mana. Und dann kann man immer noch gucken, ob man ein paar ein bisschen mehr braucht, ein bisschen weniger. Wie auch immer. So. Hör mich an. Na, nun, da du Mana durch, da Mana durch deine Adern strömt, kann ich dir als Willkommensgeschenk einen neuen Zauber beibringen. Bringe mir Feuersiegel. Bring mir bei, wie man Feuersiegel beschwört. Seele offenbart. Nein, ich will Feuersiegel. Warum Feuersiegel? Man kann Funken mit Feuersiegel kombinieren. Willkommen. Lass uns reden. Ich möchte mir dir was lernen. Spruch. Flammenwerfer. Dabei musst du eine Laterne und Fackel halten. Ich habe kein Geld, ne? Ich habe keine 50 Silber. Das können wir ändern. So. Du kannst in einem unserer Boote an die Oberfläche zurückkehren. Also, was verkaufen wir denn? Das ist, glaube ich, ziemlich gut, das Schwert. Das packe ich nicht an, sonst kriege ich, glaube ich, Ärger. Den behalte ich mal. Mana-Steine kann ich halt gut... Guck mal. Hackmanit. Einen verkaufen. Ne, zwei. Es gibt bestimmt zwei Zauber, die ich hier noch lernen kann. Und schon haben wir 140 Silber. Und können Zauber lernen. So, Flammenwerfer will er. Flammenwerfer will er uns beibringen, ne? Einverstanden, hier ist das Geld. Kluge Wahl. Mithilfe von Funke die Luft nun explodieren. Warte mal. Kluge Wahl. Anstatt mithilfe von Funke die Luft zum Explodieren zu bringen, versuche die Luft zu einer Laterne zu verdichten. In deiner Laterne zu verdichten. Damit löst du eine wahre Flammensalve aus. Wenn sich dir jemand näher wagt. Das geht aber auch sehr gut mit einer Fackel. Und gerade draußen kann man sich so viele Fackeln bauen, wie man möchte. Jetzt gucken wir nochmal eben, ob irgendein anderer Beobachter noch weitere Sachen uns beibringen kann. Es gibt hier ja mehrere. So, dritter Beobachter. Ich bin ein Wächter der heiligen Linie. Okay, der kann mir nichts beibringen. Wie sieht's mit dir aus? Die Magie ist die Waffe des geduldigen Kriegs. Ich möchte bei dir etwas lernen. Ich kann dir zeigen, wie du Herrschaft über die Kälte erlangst. Ein Kältesegen bietet dir Schutz vor Kälte und Frost und erhöht die Macht einer eigenen Eismagie. Für 50 Silber bringe ich ihn dir bei, damit ich auch mal was anderes als immer nur Turmips essen kann. Einverstanden. Hör mich an. Ja, der Geschmack von Lux Lichette liegt mir schon förmlich auf der Zunge. Also, um den Kältesegen zu wirken, greifst du auf jede Kältequelle um dich herum zurück. Wie, das war alles? Und so erschaffst du... Ach, das wird geskippt, schade. So erschaffst du den Kältesegen. Er ist außerdem sehr hilfreich, wenn du in die Wüste am Tag... Er ist außerdem sehr hilfreich, wenn du die Wüste am Tag erkundest. Ja, bei warmen Gebieten, ne? Kann man den sich wahrscheinlich machen und dann ist einem nicht so heiß. Gut, es gibt in dem Berg hier einiges noch zu erkunden. Ich guck mal gerade, wir haben noch eine Menge Platz in der Tasche. Dementsprechend werden wir jetzt gleich... Gehen wir zurück oder gehen wir raus? Ich glaube, wir gehen zurück. Willkommen. Neige respektvoll, sich der Mana zu öffnen. Möge die das hatten wir alles schon. Mana, gut, dann würde ich sagen, was haben wir? Wie sieht das aus? Wir sind... wir haben neue Zauber gelernt, ne? Die gucken wir uns jetzt erstmal an. So, das Feuersiegel benötigt einen Feuerstein. Habe ich Feuersteine? Habe ich. Denn ich will direkt was zeigen damit. Sekunde. So, Feuersiegel. Lass mich überlegen, wie machen wir das? Der kommt auf E. Schnellslot E. Und dann brauchen wir nämlich den Funken. Und der kommt... Der kommt nicht das Schnellzort auf R. So. Kälte.
Kältesegen packen wir auf 3. Gut. Wir sind nicht mehr ausgeruht und wir haben auch kein Dingens mehr. Dann könnten wir eigentlich mal eben hier eine Runde schlafen gehen, ne? Hier sind ja ganz viele Wächter, das heißt, wir müssen wahrscheinlich keine Wache halten. So. Kann ich hier in ein Bett? Nein, ich kann hier in kein Bett. Da muss ich eben den improvisierten Schlafsack nehmen. Was macht der da? Gut, ich würde sagen, wir reparieren ein bisschen und schlafen ein bisschen. Ja, den Durst, den stillen wir danach. Unsere Fäustlinge müssten ja ein bisschen was abbekommen haben von den ganzen Troglüten, die wir kaputtgeschlagen haben. Und den Mantis, die mich maximal erschreckt haben. So, wie sieht's aus? Schlaf sieht gut aus, Essen und Durst sieht nicht so gut aus. Dann trinken wir hiervon was und essen was hiervon. Schon sieht's besser aus. So, dann gehen wir doch mal zurück zu den Gängen. Denn ich will nicht nach draußen. Dann sind wir nämlich ganz weit vom Konfluxgebirge, wieder weg. Hier ist, glaube ich, auch noch irgendwo ein fetter Gegner. Ich meine hier unten. So, den würde ich aber erstmal nach oben locken. Der ist blau? Ach ja, hier haben sich ja ein paar Sachen geändert. Ah, ich hab voll Schiss. Ist nur der? Ist nur einer oder sind zwei hier? Sieht er mich? Er müsste mich sehen. Wunderbar. Arschbacken zusammenkneifen. Da sind meine Feuersteine drin. Moment. Nein. Warte bitte. Jetzt kann ich kein Siegel setzen, weil der zu nah an mir dran ist. Okay. Holy shit. Okay, Moment. Bessere Idee? Alter, ist der schnell. Hilft er mir, wenn ich da hinlaufe? Bitte hilf mir. Interessiert den kein Stück? Digga, das ist ein Dino. Ist der schnell? Ich brauche ein Siegel. Komm schon. Und hier, jetzt aber. So, und jetzt kann ich meinen Rucksack hier mal kurz ablegen. So, und wow. Ich will den nicht fokussen gerade. Oh, macht der viel Schaden. So, der brennt jetzt. Komm. Komm hier rüber. Ich konnte mein Inventar nicht schließen. Er war so gut wie tot. Nein. Oh. Ich bin auf J gekommen. Und hab dann I gedrückt. Dein Körper und dein Geist sind gebrochen. Du sehnst deinen Tod herbei. Seltsam violette Augen wirbeln um dich herum. Du gibst dich ihnen hin. Eine merkwürdige, traumhafte Sog, in deren dem Stern... Ne? Und gespinstische Figuren an dir vorbeiziehen. Du erwachst mit einem dumpfen Schmerz. Die magischen Auren sind noch da. Und nun kannst du ihren Ursprungsort spüren. Du befindest dich in der zentralen Kammer unterhalb des Konfluxgebirges. In der Obhut der heiligen, der Wächter der heiligen Linie. Es sind einige Stunden vergangen. Wo ist mein Rucksack?
Wo ist mein Rucksack? Wo ist mein Rucksack? Nein. Ist der da oben? Schwein gehabt. Okay, der Dino scheint weg zu sein. Das ist so schade. Ich hatte den so weit. Oh Mann, ey. Gut, da müssen wir jetzt eine Runde pennen. Weil mit so viel Leben, das mir abgezogen wurde, klappt das nicht. Nicht zerlegen. Ich will es benutzen. Das geht noch in Runde 2. Das lassen wir nicht hin. Das nehmen wir nicht hin. So, 5 Stunden schlafen. 3 Stunden reparieren. Nehmen wir 3 Stunden schlafen. Hier unten ist ja egal, ob Tag oder Nacht. Das nehmen wir nicht hin, du. So leicht lassen wir uns nicht hier umhauen. Oh. Okay, das muss jetzt reichen. Ich muss aufhören, so wegzulaufen. Ich muss die Head-to-Head facen. So, den können wir trinken. Ausdauer ist noch voll. Und dann machen wir, warum auch immer da eine Harpune lag. Na, egal. So. Hier hatte ich den bekämpft. Er ist nicht mehr hier. Dann gehen wir mal runter. So, Augen offen halten. Ich sehe da unten Augen, aber nicht das blaue Leuchten. Hä? Ist das jetzt ein anderer? Okay, aber den kenne ich. Ich dachte gerade, der zweite wäre aufgetaucht. So, warte. Warte. Das heißt nicht genug Reichweite. So, 1. Falsche Taste. Und erledigt. So. Da ist es, das Schuppenhautleder. Das Schuppenleder. Die Viecher machen das. Als ich den das allererstes Mal, also das Viech, als ich das allererste Mal in Outward gesehen habe, ich habe mich fast eingekackt. Hand aufs Herz. Ich fast eingeschissen. Und es ist immer noch große Spannung, wenn ich die bekämpfe. Ich muss ein paar Mal mit denen gekämpft haben, dann ist nicht mehr die Spannung so groß. Also meine Anspannung. Gut. Wo ist der Dude mit dem blauen Arm? Der wird doch nicht... So. Nein, ich will den Fisch. Vielleicht ist der den Gang hochgegangen. Ah, der kann ja auch. Stimmt. Schwarze Arbeiterstiefel und ein paar andere Sachen. Solange der eine Dude noch da ist, ich muss den suchen und finden. Solange der noch da ist, habe ich keine Ruhe. Der wird sicher hier irgendwo im Gang sein.
ist nichts. Hier ist nichts. Wo ist der hin? Das ist wie wenn man eine Wette verloren hat. Und einer darf einem eine Backpfeife geben. Aber man sagt nicht, wann er die bekommt. Man sagt aber irgendwann am Abend. Man ist, sagen wir mal, auf einer Party. Also nicht jetzt eine Party in der Disco, sondern so eine Hausparty. Dann geht man den immer mal wieder einfach besuchen. So, na, alles frisch. Diese Anspannung habe ich gerade. Also ist derjenige, der die Backpfeife kriegen soll. Junge, ey. Es ist auch so dunkel hier, ne? Finde ich gar nicht gut. Hä? Was? Palladiumbruchstück. Ah, das braucht man, das braucht man. Das ist das bessere Eisen. Wo ist denn der Dino hin? Hä? Wehe, der kommt gleich irgendwo aus so einer Ecke gejumpt. Einer ihn den gesehen, ich sehe ihn nicht. Liegt irgendwo vielleicht seine Leiche? Hier ist nichts. Ich dachte gerade, da liegt eine Leiche. Okay, er ist verschwunden. Vielleicht ist er auch das hier, er hatte vielleicht nur eine Aufladung oder... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe ihn nicht mehr. Und diese blauen Dinger, die da rumfliegen! Jedes Mal kriege ich einen halben... Kollaps hier, weil ich denke, das ist der Dino. Meine Fresse, ey. Okay. Also wir haben einen von drei Wegen hier hingenommen. Den roten Weg. Da sind aber auch noch irgendwo Gegner, glaube ich. Ich würde aber einfach mal sagen, wir gehen den roten Weg. Ja, wir machen den roten Weg komplett. Ja. Hier ist der blaue Weg. Da vorne geht es zum roten Weg. Da können wir nicht hoch. Das ist der gelbe Weg. Okay. Hier im roten Weg müsste noch was sein. Wer hier hinter ist jetzt ein Viech. Zweihändige Waffen richten mehr Schaden an und besitzen eine größere Reichweite als kleinere Waffen. Du kannst in deiner Nebenhand dann jedoch kein Schild, keine Laterne oder irgendeinen Plunder mehr tragen. So. Augen offen, Ohren offen. Spannung ist groß. So, einmal runter, bitte. Und jetzt muss ich... Warte, ich kann auch einfach... Wobei, nee. Alle? Hier ist doch irgendwo eine... Da ist die... Ich muss mir doch angewöhnen, auch Fackeln zu bauen und mitzunehmen. So. Jetzt können wir den hier drücken. Und den hier drücken. Dann ist der Hebel nämlich wieder oben. Dann können wir nach unten. Wunderbar. So. Der blaue Dino, ey.
Erzfeind Number One. Achso, die gehen nicht. Die leuchten weiter, hm? Ja, die Grünen leuchten ja auch weiter. Also, ist nicht in der Kiste hier auch Holz? Ah, nur Nägel. Aber habe ich Fallen? Stolperdrähte oder irgendwas? Nee. Ich höre nur da wieder sich Leute prügeln. Und ich brauche jetzt... Wobei, ich kann hier einfach runter. Ja, okay, komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das kann nicht dein Ernst sein, ey. Das hört sich ganz mies an. Die Axt haben wir übrigens gerade gefunden. Brutale. Was bist du denn? Kann nicht mehr hoch. Hätte ich jetzt einen Bogen? Oder irgendwas anderes? Ich habe absolut keine Ahnung, wie wir den jetzt machen sollen. Der sieht richtig mies aus. Weißt du was? Mein Rucksack! Scheiße. Ist hier irgendwo... Nein! Ich blute! Gib mir meinen Rucksack! Okay, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Da ist irgendwo ein Dingens. Was wieder? Ei, 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 ei. Kann ich den da durchlocken? Ja, und der kriegt gar keinen Schaden davon. Oh, war davon kriegt er gut Schaden. Oh, oh. Ich habe nur eine Chance. Nein! Ich habe keine Feuersteine mehr. Und der ist richtig mies stark. Den haben wir in der letzten Folge von der anderen Seite gesehen. Was ist denn das für ein Viech? Gebrochen und besiegt gehst du zu Boden, während um dich herum langsam alles schwarz wird. Du spürst auf einmal, wie jemand dir über dir steht und dich verteidigt. Durch den Schleier deiner Benommenheit birgt eine warme Stimme an dein Ohr. Na? Na, heute wird nicht gestorben. Schön wach bleiben, ich pass auf dich auf. Sterne und Lagerfeuer tanzen in deinem fiebrigen Geist umher. Langsam öffnest du die Augen. Du bist in Sicherheit. In der Nähe prasselt ein warmes Lagerfeuer, daneben findest du eine Nachricht und eine geheimnisvolle Flasche. Du bist allein, aber spürst, dass gerade eben noch jemand bei dir war. Ach du Shit. So, wir haben wieder Gaps, Trunk und eine Nachricht bekommen. Alter Schwede, ja. Hey, du warst in Schwierigkeiten, ich hab dir geholfen, trink mal eine Flasche. Ja, die hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ne? Ich trink mal das Ding. Oh, das ist aber gut. Und ich würde sagen, ich habe eine Alchemie-Ausrüstung. Kann ich einen Feuerstein machen? Ich glaube, ich kann einen Feuerstein machen. Jetzt gibt es gleich Revanche.
kann mehrere sogar machen. Wunderbar, das reicht. So, ich habe nichts, womit ich schlafen kann. Das ist dumm. Das muss ich mir jetzt mal angewöhnen, ein Zelt mitzunehmen. Würde aber einfach mal so... Hier schon? Würde aber einfach mal sagen... Nimm jetzt Holz mit. Hier schon? Hier ist alles geplündert, also hier muss ich schon gewesen sein. Wo ist... Ach, da geht's hoch, genau. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ich habe nicht viel Leben. Das Viech ist unnormal stark. Muss aber mal... Warte. In Tasche... Ja. So, 10. Dann packen wir was in den Beutel. 5, 6 Stück. So, 4 Stück haben wir in der Tasche. Passt. Oh, ich muss auch was essen, ne? Ich habe auch nichts mehr. Kein Pilzriegel, kein gar nichts. Dennoch, dieses fette Viech, das müsste ja jetzt nur noch halbes Leben haben. Wenn ich nicht in Panik verfalle, müssten wir das schaffen. Komm schon. Revanche! Ich glaube, hier drin sind auch noch Matratzen. Ich hab's gleich. Schlafsäcke. Da, links. Da ist ein Schlafsack. Dann können wir uns auch eben voll heilen. Bewegt sich da einfach das Ding noch? Hinterhalt 90! Wer kommt denn bei so einem Hinterhalt? Bieten besseren Schutz gegen physische Angriffe, verlangsamen jedoch deine Bewegung, hatten wir glücklicherweise, verläuft deine Rast ohne Zwischenfälle und du fühlst dich für den nächsten Tag vorbereitet. Ach so? Das probieren wir nochmal. Essen verfault mit der Zeit. Iss oder koche dein Essen, bevor es vergeudet wird. Glücklicherweise 90%. Wie groß sind denn meine 10% Chance hier? Okay, noch ein drittes Mal. Dritte und letzte Mal jetzt. Rucksäcke lassen sich mit einer Tasche oder einem Inventarmenü abwerfen und aufsammeln. Der Kompass führt dich zu deinem Rucksack, den du ersetzt. Glücklicherweise, okay, alles klar, wie scheint mich keiner überfallen zu wollen. Das finde ich aber auch in Ordnung. Leben sieht jetzt schon um einiges besser aus. Wir können uns nochmal auf diesen metallischen Golem stürzen. Auch wenn ich mega Schiss vor dem hab. So, warte. Überlebensmenü. Improvisierte Fackel. Und die wird jetzt. Und ich brauche dazu. Nehmen wir mal das hier. Das ist, glaube ich, das stärkste Schwert, was ich habe. Ja. So. Habe ich alles? Ich habe alles. Fluchtweg. Er hat den Steinmantis zerlegt. Da vorne ist er. So. Er hat wieder volles Leben. Und ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich bin schon wieder tot. Keine Chance. So habe ich keine Chance. Schmerzen lähmen deinen Körper. Als du verletzt aufwachst, bist du allein. Aber alles andere als in Sicherheit. Du beißt die Zähne zusammen und es gelingt dir, dich nach draußen zu schleppen, wo du wieder das Bewusstsein verlierst. Erst Stunden später kommst du wieder zu Bewusstsein. Du bist fix und fertig, aber du lebst. Deine Narben sind Zeuge deines Leichtsinns. Ja, stimmt. Du schwörst, in Zukunft besser auf Gefahren vorbereitet zu sein. Oh ja. Wo sind wir?
Alter, mein Leben. Wo sind wir? Da unten sind Hyänen. Da ist ein Mana-Stein. Da ist eine... ein Schiff. Eine Festung. Da ist ein... Eingang? Wir sind am Konfluxgebirge. Das ist schon mal richtig. Und hier... Ah, hier ist der gelbe Pfad. Der gelbe Pfad. Aber wir müssen noch zurück nach Sierzo. Ich bin absolut im Eimer. Absolut im Eimer. Und ich weiß auch nicht... Ja doch, ich weiß, was wir machen. Wir müssen ja noch ein Thumbnail machen. Sekunde, ich muss das gerade mal eben vorbereiten. Wir haben es gleich. So. Folge wird nämlich was mit Erschöpfung zu tun haben. Da falle ich runter und sterbe. Dieser blöde Vogel da unten. Ich will doch keinen Feuerstein für den opfern. Okay. Mist, ich habe nicht meine Stoffhandschuhe an. So. So. Stoffhandschuhe. Das sind ja keine Stoffhandschuhe, das sind diese brutalen Handschuhe oder wie sie heißen. Alter, der Lebensbringer ist halt quasi nicht vorhanden. Bloß zurück nach Sierzo. Ich laufe jetzt so lange um den Berg rum, bis ich weiß, wo ich bin. Sind halt hier noch nichts, was ich irgendwie wiedererkenne. Ich habe auch nichts mehr zu... Oh, falsches Wasser. Ich wollte das Wasser trinken. Ich finde ja auch gerade nichts wirklich, was mich daran erinnert, wo ich bin. Alles gleich aus. Jetzt Nacht? Und es wird auch noch Nacht. Ach du gute Güte. Wo sind wir? Ich glaube... Ah ja, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Wunderbar, dann ist das der Berg, der zwischen uns und dem Leuchtturm sieht. Ich habe die ganze Zeit den Leuchtturm gesucht und ich finde ihn nicht. Aber jetzt weiß ich, wo wir sind. Der Leuchtturm wird halt von diesem Gebirge verdeckt, deswegen sehen wir den nicht. Ist das eine Pflanze, die man abbauen kann? Nein. Tja, es gibt halt noch Gegner, einige Gegner, die zu schwer für uns sind. Für die ich auch zu schlecht spiele. Würde ich mal behaupten. Denn wir hatten den ja schon sehr weit runter. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, den oben in den Raum zu bringen, wo mehr Ecken sind, wo ich dann mal besser von links nach rechts ausweichen kann. Warte mal, ich muss hier hoch. Das wäre vielleicht noch eine Überlegung gewesen. Dabei muss man aber auch sagen, ich hatte jetzt wenig Buffs, also wenig gute Essensbuffs, kein Ausruhbuff von im Sierzo geschlafen und so weiter und so fort. Und ich hatte mein Leben für Mana getauscht, aber ohne das Mana hätten wir nie im Leben so viel Schaden an dem Dude gemacht. Der ist ja unglaublich stark. Und ich find's frech, dass der volles Leben hatte. Wieder. Die ganzen Bemühungen umsonst. Aber gut, er hat sich ausgeruht, so wie wir.
dieses Metallding. Von daher sehen wir es ihm nach. Ist hier wieder neues Eisen drin? Ja. So, da vorne seht ihr den Leuchtturm. Das traute Heim. Und ich muss schnell nach Hause, bevor es dunkel wird. Ja, ich denke mal, wir werden bessere Rüstungen brauchen. Ich habe jetzt bisher immer nur das eingesammelt, was wir gefunden haben. Und vielleicht schauen wir mal ein paar Mal häufiger bei den Händlern vorbei. Und gucken mal nächste Folge auch einige über die Sachen, die wir jetzt gerade alle so gesammelt haben, was wir so damit an Geld machen können. Ich meine, Feuersteine brauchen wir jetzt für guten Schaden. Wenn man mal vergleicht, wie viel Wucht auch hinter so einem Feuerzauber liegt. Das ist nicht zu vernachlässigen. Oh, schleppen wir auch noch die letzten Meter uns da. Ein paar Kräfte haben wir noch. Oh. Aufregung pur. Dino geschafft. Klappergestell nicht geschafft. Klappergestell war zu heftig. Hoffentlich ist der Händler noch da. War schön, dass es so viele Gewürzkäfer gibt. Einmal rein da. Hackmanit könnten wir sonst auch, wobei das die beste Geldquelle wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich die Eissteine sein, ne? Wenn ich welche herstellen kann. Mal schauen. So. Oh, guck mal, überall sind Gabären neu gewachsen. Da müssten aber auch vorne wieder Fische sein, ne? War jetzt ziemlich lange weg. Guck mal kurz, was der Händler hier hat. Was kann ich für dich tun? Das will ich haben. Na, gucken wir mal, was können wir verkaufen. Die ist fast im Eimer, die verkaufen wir. Die ist nämlich noch 3 wert. Oh, wer weiß, fast kaputt ist. Brutale Großaxt, sehr langsame Waffe. Und ich benutze nicht. Zack, eine ganze Menge Kohle. Wunderbar. Das Händlergewand behalten wir erstmal noch. Den Giftlappen. Nein, wir haben Feuerlappen. Das meiste. Ach, Hackmanit. In Levant stellen aus Material Zauberroben her. Die werde ich brauchen. Nehmen wir nicht weg. Hiervon habe ich schon einen, den hatte ich jetzt draußen zwar benutzt, aber ich brauche, denke ich, erstmal keinen zweiten. Gut. Also. Hä? Stand da nicht was von 200? Ach nee, das ist das, was er hatte. Stimmt, das Geld, was er hatte, nicht was gehandelt wird. 125 haben wir. Hier sind jetzt keine Sachen mehr, die ich haben will. Oh, ist das dunkel. Ist die Fackel? So, wunderbar. Dann gehen wir noch mal eben kurz die ganzen Sachen hier ab, die wir einsammeln können. Die Händler klappern wir noch ab. Und werden uns dann im Leuchtturm wieder niederlassen. Aurei hat sehr viele große Gefahren, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. So, Salz müsste ich genug haben. Das heißt, ich werde jetzt kein Salzwasser mitnehmen. Oh, Fische. Roher Lachs und Seetang. Mhm. Wo sind denn die nächsten Fische? Da vorne. Nochmal Roher Lachs und Seetang. Ein dritter Fischplatz müsste ganz weit hier hinten sein. Da. Wunderbar. Gucken wir mal kurz. Diesen Händler habe ich, glaube ich, noch nie wirklich... Achso, weil er nur Fisch hat, ne? Ja, dann brauchen wir auch nichts. Dankeschön.
Der Seetang wäre eine Überlegung gewesen, aber ich denke, ich habe noch genug Seetang. Von daher kaufe ich erstmal nichts. Lieber will ich erstmal mehr Rezepte haben. So, das Erste, was wir jetzt holen werden, ist... Hallöchen. Kannst du mir das Zaubern beibringen? Ich könnte dir den ganzen Tag da, was interessiert dich besonders eigentlich, Mana? Okay, sie kann leider nicht... Sie kann leider... Ah, guck mal, Kristallpulver können wir wiederherstellen. Nehmen wir. Das heißt, wir können wahrscheinlich auch den Pilzschild nochmal holen. Das ist gut. So, die Klamotten werden wir, denke ich, als nächstes uns holen. Aber davon habe ich aber, glaube ich, entweder schon Schuhe oder die Robe. Ich weiß nicht, irgendwas davon habe ich schon. Und jetzt weiß ich nicht, welche von diesen Sachen ich nicht kann. Steht da leider auch nicht dran. Mist, die Kiste. Die kaufe ich. Warum kaufe ich Leintücher? Leintücher sind gut für Verbände und Feuerlappen. Und Feuerlappen geben 4 Geld. Nicht viel, sondern 4. Und ein Verband kostet 3. Deswegen sind die günstiger im Kauf. Okay. Einfach nur das so. Ich weiß nicht, welche Sachen ich bei ihr noch nicht gekauft habe. Das muss ich mir mal aufschreiben. Gucken wir noch hier rein. Suchst du nach was Bestimmten? Okay, diese werden wir bald brauchen, weil die eine große Kältewiderstand hat. Muss aufhören, mir die ganzen Sachen zu kaufen. Und das Erste, was ich mache, sind Tücher kaufen. Aber die Tücher sind für Geld da. Die werden gekauft, um mehr Geld rauszumachen. Gut, dann lassen wir den Schmied... Nein, wir lassen den Schmied noch nicht. Was kann ich für dich tun? In Ordnung. Oh, nichts, was ich haben will. Was Aber stelle mir etwas her. Ach, Blausand. Das ist aber, soweit ich weiß, eine schwere Rüstung. Die will ich nicht haben. Gut. Mal nachdenken. Es gibt hier noch unten ein paar Büsche, die ich absammeln kann. Guck, Krabbenaugen. Da vorne müsste auch noch irgendwo Gabere sein. Und ich schaue oben bei der... Ist hier nicht irgendwo auch Gabere? Ah, hier. Schau mal eben kurz oben bei ihr vorbei, ob sie nochmal einen neuen Pilzschild will. Kann ja sein, dass die Troglyten in der Höhle neu gekommen sind. Wiederholt sich zwar ein bisschen, aber wir müssen jetzt gerade an unserer Ausrüstung feilen. Die reicht leider nicht aus für die schwierigen Gegner, die... Okay, wie es scheint nicht. Kein neues Pilzschild für sie. Aber das Kristallpulver können wir herstellen. Machen wir aber nicht mehr in dieser Folge, machen wir in der nächsten Folge. Ich schlepp mich jetzt noch mal einmal oben am Rathaus vorbei. Da müsste nämlich auch ein Gabärenbusch sein. Und dann machen wir Feierabend im Leuchtturm. Weitere Planung für Outward. Ich werde gucken, dass ich jetzt morgen für die gesamte folgende Woche dann euch jeden Abend 19 Uhr eine Folge aufnehme. Dass wir neben Skyrim auch weiter Outward als Projekt aktiv halten. Weil der Entdeckergeist, man findet hier viel weniger Items als in Skyrim. Also ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel in Skyrim dann eine Höhle ausnimmt, dann hat man in Itemanzahl, würde ich sagen, bis zu 200-300 Items, die man in Theorie mitnehmen könnte und die Geld bringen. In Outward hast du 25 und davon sind 5 völliger Schrott, würde ich mal so frech behaupten. Ja, und deswegen, warte mal, das kaputt machen, deswegen, den war ja auch kaputt. Man muss ein bisschen mehr abwägen. Nicht, dass ich jetzt Skyrim doof finde, nein, ich spiele sehr gerne Skyrim. Aber, ja. Man freut sich mehr über jedes einzelne Item. Das wollte ich damit sagen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und vielleicht auch bis zur nächsten Folge. Tschüss.